Oh mein Gott. Eine Qualitätskontrolle. Ist auch neu. Und nein, hier unten ist ein Ginger. Der ist aber fake. So, das Wichtige ist jetzt, wir müssen einfach die Rare-Fässer treffen. Das ist eigentlich die Qualitätskontrolle, da die mit dem radioaktiven Müll, den Grund, die ihr macht, nichts zu tun haben. Also besser ihr wartet, bevor ihr zielt, nicht dass ihr zielt, weil wenn wir eines dieser Atomfässer treffen, ist eine, müssen wir den Raum entlüften, da wir sonst sofort ersticken und sterben. Und dass das nicht geil ist, muss ich euch glaube ich nicht erzählen, ne? Und ich sehe, da ist ein kleiner Nachzügler-Effekt drin. Da muss ich jetzt also nachdenken. Also jetzt. Und. Geil! Auf Anhieb geschafft! Das ist mir sonst noch nie passiert. Ich treffe jetzt aber trotzdem einen Turmfass, damit ich es euch zeigen kann. So. Giftgasalarm. Das gesamte Personal evakuieren und die Sauglüfter aktivieren. Das ist passiert, wenn wir daneben getroffen hätten. Was ich aber zum Glück in dem Fall nicht getan habe. So, und das müssen wir noch tun, bevor wir gehen. Dies ist die Entlüftung. Das heißt demnach, dass alles sauber wird. Entgiftungssequenz initiiert. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eintreten ist jetzt wieder gefahrlos möglich. Das Puzzle können wir natürlich nur als Waschmaschine holen. Und ich habe jetzt überhaupt nicht extrem hochgestochen geredet. Das tue ich überhaupt nicht. Ich bin kein hochgestochener Mensch. Ich habe keinen Satz verstanden, weil ich einfach so Erdbeerkäse gerade. Erdbeerkäse gerade. Gerade ist ein tolles Wort. Das Jugendwort des Jahres. Denn jeder Scheiß gehört zum Jugendwort des Jahres. Das ist nicht wichtig. Wir sind ja mal 2001, da hat man sich nicht mit so einem Dreck beschäftigt. Obwohl, wenn ich mich jetzt ins Jahr 2001 zurück warten müsste, dann wäre ich jetzt erst 3 Jahre alt und könnte das Spiel gar nicht jetzt playen. Und hätte immer noch Angst vor Grunty. Ja. Ich kann jetzt, glaube ich, überall als Waschmaschine hin, da ich jetzt alles holen kann. Ich glaube aber, wir arbeiten uns von unten nach oben, würde ich sagen. Das Leben einer Waschmaschine. Naja. Da wir als Waschmaschine so fett sind, dass wir nicht Barbs benutzen können. Ich möchte da mal kurz noch die Sachen erledigen, bevor... Okay, hier ist nichts. Hat jemand... Nein. Ich Hundesohn eigentlich. Ich bin Hundesohn wie Echo. Hallo! Ich habe hier oben ernsthaft den Schalter vergessen. Das ist echt mies. Soll ich das noch nachholen? Ja, ich hole das nur nach. Moment. So. Den Weg hier lang. Schalter drücken. Tür öffnen. Angemotzt werden von irgendwelchen Pissern. Nach unten gehen, mich wieder verwandeln und dann geht's weiter. Ja, das Gewitter hört immer noch nicht auf. So, jetzt können wir endlich in Etage 2 schon mal den Schmutzfink säubern. Der ist hier. Mein eigener Wurzmaschine, könntest du meinen Anwaltsanzug kurz schleudern? Ich probier's mal. Wirf ihn rein. Ist das auch sicher? Ich möchte nicht, dass er kaputt geht. Lass endlich die Hosen runter. Wir haben dich den ganzen Tag sein. Ja. Horen zu frei. Finde meiner fünf Schmuller, Kollege. Die müssen ihre Kinder auch mal kurz sein. Was mich wundert, warum stehen die einfach hier? Warum sind die auf einmal komplett dreckig, aber jetzt auf einmal sind die Körper auch sauber? Alter! Und das dritte, warum... Ja, okay. Anscheinend kann Banjo ganz gut schleudern und es hat jetzt geblitzt, das heißt, der Donner kommt auch gleich. Gehen wir mal in die oberste Etage.
und arbeiten uns nach unten. So, der Donner kommt jetzt. Wichser. Wichser. Oh, bin ich böse. So, lass mich durch. Der Zutritt gewährt, halt's Maul. So, hallo. Kochwäsche, wenn du nichts dagegen hast. Was Kochwäsche? Ich bin keine Kochwäsche. So. Man ist wieder sauber. Oh, rennt die. Meine Kinder, meine Eltern, meine Kollegen, die müssen ihre Kinder mal kurz rein. Ja, schön. Sehr. Fuck that shit. Bam. Bam, ich mach mich mit Unterhosen fertig. Welche Unterhosen ist auch egal, ich mach mich mit Unterhosen fertig. Ich sollte meine Gedanken zügeln. Ich hab schon wieder. Egal. Man merkt, dass ich eine Puppette in der Pisser bin. Kenn ich aber eh nicht, hab ich wieder. Kann ich? Okay, hat funktioniert. Wusste ich auch noch nicht bis dato. Ja, genau, so drauf gewährt, als Maul. So. Der Akku ist auch gleich leer. Das ist das Puzzle jetzt. So, hier. 60. Wir haben also noch 30 Puzzle zu. Wir haben also die Hälfte schon vom Spiel. Was Puzzle Bernd sagt. Das ist gut. Das sind eigentlich noch drei Welten, wenn man das so sieht. Wir müssen aber noch Ginger sollen und Gott ist der Donner wieder da. Nein, den Donner könnt ihr nicht sehen, ich nehme mich mit Facecam oder sowas auf oder anderweitigen Lichteinflüssen. Ich stehe im kompletten Dunkeln auf. Alter, der Donner ist echt schlimm. Ich weiß nicht, ob man ihn so hört. Ich weiß nur in der Aufnahme, die ich mit Felix gemacht habe, die hatte einen übertriebenen akustischen Ungleichheitswert. Ich musste das Wort jetzt beschreiben, deswegen klang der Satz auch so absurd und so abstrakt. Genau. Ich kann mich halt eben mit Worten, was Gott was, beschäftigen, beziehungsweise mit Wörtern spielen, als wären sie Bälle. Kein Brüchen, ist ja nichts zu reden. Das ist übrigens, warum ist er im Kohlekraftding eingesperrt, wenn nur Maschinen da reinkommen? Warum ist diese fette Kuh da? So, wie viel haben wir noch? Drei schwule Kollegen. Okay. Dann weiß ich welche. Die sind im letzten Stockwerk. Die im zweiten Stockwerk habe ich ja jetzt schon erledigt. Das ist da einer gewesen, aber scheiß drauf. So. Ach, Grant Kirkhope hat schon extrem gute Musik gemacht. Ich weiß gar nicht, wie jetzt gerade, ob er sie alleine gemacht hat in dem Fall. Oder hat ihm, wie hieß sie gleich, Eline Fischer mitgeholfen. Ich weiß, dass sie das in Donkey Kong Country gemacht hat. Ne, Donkey Kong 64. Aber sonst. Deswegen klingen manche Lieder auch gleich. Ist in dem Fall nicht, aber ansonsten. Komm, Fischer, wenn du nichts dagegen hast. Na, komm her. Oh, die drei finden meine Zwischenkollegen. Die müssen wir ihre Kinder auch mal kurz rein. Okay. Wie komme ich mal zu dem letzten nach draußen? Ich glaube, dann muss ich wieder ins zweite Stockwerk. Ich glaube es jedenfalls. Ich weiß nicht, wie ich sonst da hochkomme. Hoch, runter. Ich weiß es gerade nicht. Deswegen nagel ich mich nicht drauf fest. Also, eine bestimmte Person darf mich nageln, aber nein. Jetzt komm. Doch, mal schwindeln, wenn du nichts dagegen hast. Nein, natürlich nicht. Oh mein Gott! Was soll das jetzt? Ist auch Mumbo-Wäsche an der Wand. Wäsche, jetzt. Aber Mumbo-Tapete an der Wand ist auch cool. Oh Gott! Oh Gott! So, abhauen. Und wie komme ich jetzt zum letzten? Aber das ist jetzt wieder ein Rätsel. Es ist und bleibt ein Rätsel. Ich könnte mich eigentlich
jetzt einfach. Ah ne, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht. Oder kann ich herumfahren? Nein, nicht, oder? Kann ich, bin nur eine Waschmaschine. Ich bin nicht so unverwundbar. Oder doch, ich lass mal sehen. So. Ah doch, ich bin unverwundbar. Aber natürlich, komme ich hier nicht lang. Das ist mich. Du Kuh. Oder? Nein. Das heißt, ich muss einen anderen Weg finden. Dieser muss in der zweiten Etage liegen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich sonst hier runterkommen soll. Und der letzte versteckt sich nämlich. Das ist die Härte, das verstehe ich auch nicht. Er befindet sich nicht in der zweiten Etage, aber wir müssen in die zweite Etage, um ins Erdgeschoss bzw. in die erste Etage zu kommen. Klingt komplizierter, als ich es jetzt gerade gesagt habe, aber wir müssen halt einfach einen Weg benutzen. Und zwar den hier, soweit ich weiß, um einfach nach draußen zu kommen. Ich habe es jetzt komplizierter vorgestellt, aber nein, das war wirklich der Weg. Schön. So. Hier ist er. Komm mal, wenn du nichts dagegen hast. Nein, habe ich nicht. Jetzt. Hat eh nichts zu verstecken. Wie die meisten anderen männlichen YouTuber, was halt. Jetzt sind alle Arbeitsanzüge super sauber. Lass mich nicht das geben. Ihr arbeitet bei Grunty. Warum könnt ihr mir nur sowas geben? Naja. Warte, Logik, was soll das jetzt? Warum wollte mich das Vieh angreifen? Ich hab nur ganz Tag. Was ist denn, Mensch? Korsian! Warum Korsian? Weiß nicht. So, ich habe jetzt eigentlich alles als Waschmaschine erledigt. Ich könnte jetzt eigentlich. Moment, wie viel Puzzle? Eines kann ich nicht machen. Ich könnte mir noch. Ich weiß, dass es nur ein Jinjo fehlt. Ich weiß aber gerade nicht wo. Ach, ich glaube, den habe ich jetzt eingesammelt. Ich habe jetzt länger nicht mal nachgeguckt, also weiß ich, dass nicht der letzte Ginger gewesen sein muss. Ich kann den nachgucken. So. Jetzt haben sie wohl nicht. Und. Jawolla. Mir fehlen noch 10 Noten. Ah ja. Einen Puzzle kann ich sogar machen. Da fehlt mir jetzt einmal eine Batterie. Aber ich glaube, die letzten Noten sind. Ich bin hallo, 10 Noten. Zwei Fünferbanden. Die müssen doch eigentlich. Wir könnten eigentlich noch. Könnten eigentlich noch Batterien versteckt sein, wenn ich so nachdenke. Nein, noch nicht nach draußen. Ich möchte mich jetzt hier noch umsehen, weil ich meine, dass es hier noch Noten gibt. Womöglich. Batterien kann ich ja nicht mehr entwenden. Okay. Hier ist nichts. Ich nehme mal die Hand. Handschuhe, genau, das sind Handschuhe, Leute. Das sind. Oder sind die letzten 10 Noten einfach. Es erinnert mich irgendwie an ein anderes Spiel. Aber gut, da. Kommt ihr eh nicht drauf, außer ihr kennt Rare-Spiele. Okay, ich habe nur mal 6% Akku, das heißt also demnach gleich werde ich die Aufnahme beenden, wenn ich sogar jetzt schon. Und werde nachdenken, wo ich die letzten 10 Minuten und die letzte Batterie finde. Bis dahin. Ich glaube, die ist in der dritten Etage. Gucke ich jetzt noch nach. Bis dahin. Tschüss.